Resident Evil Revelations. Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Ich bin Storm Micro und wir sind im Part Nummer 11 von Let's Play Resident Evil Revelations. Wir waren jetzt mal mit Parker hier angekommen und ja, wollten den Aufzug in Gang setzen, um zum Kielraum zu kommen. Allerdings fehlt uns der Schlüssel zum Aufzug. Dummerweise. Jetzt müssen wir den einfach mal suchen gehen. Und ja. Ich glaube nicht, dass er einfach so rumliegt. Das wäre untypisch für Resident Evil. Hier liegt auf jeden Fall noch ein Upgrade. Oh, Zato, gell? Können wir durch, oder? Ja, können wir. Sogar. Okay. Liegt der hier irgendwo rum, der Schlüssel? Sieht nicht so aus. Ist hier hinten dann noch? Hier irgendwas? Nö. Aufzug? Okay. Ja. Schraubenzieher. Danke. Allerdings ist die Frage jetzt, warum den Schraubenzieher benutzen. Bin ich der Aufzug irgendwie zum Schlüssel? Ja, bringt das, aber ich sollte nicht ein Mikrofon husten. So. Nein, Mikrofon weg. Ja, also. Wir müssen hier benutzen, oder? Vielleicht müssen wir eine Wahl. Wir fahren also hoch. Okay. Gucken, wo wir da hinkommen. Auf jeden Fall in einen Raum ohne Strom. Sagte Raymond nicht, seine Partnerin wäre im Kielraum? Das heißt, Rachel oder sonst wer hat den Schlüssel. Wir müssen sie nur finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Ja, hoffentlich war sie es nicht. Dann wissen wir auch, wo wir sind. Nämlich am Anfang wieder. Genau, hier nehme ich mal nicht noch einen anderen Aufzug. Ja, genau, der war da was weg. Okay, dann wissen wir, wo wir sind. Und dann wissen wir auch, wo Rachel war. Und wir wissen, dass wir einen Monster haben. Auch die Scheiße. Wir sind ja voll. Mal sehen. Ob wir da jetzt so leicht hinkommen, wie wir beim ersten Mal hinkamen. Nein, kommen wir nicht. Da ist jemand. Da sind wir. Zwei. Arm schießen und dann. So, jetzt gibt es Scheiße. Die sind beide tot. Nee, man kann ihn normalerweise in den Arm schießen, dann kommen sie in diese Stun-Position, dass ich ihnen einen Kick geben kann, aber. In dem Fall war es nicht notwendig. Hier kann ich was scannen. Pistolen jetzt auch noch scannen. Hier ist aber noch mehr. Ja. Hier war ja was. Hä? Hier war irgendwas, oder? Hä? Okay. Pistolenmunition? Hab das eben auch gehört. Ich fühle mich beobachtet. Ja. Na gut, okay.
Ist eigentlich nur was in dem Raum drin hier jetzt? Ja, hier ist was drin. Ist noch ein Upgrade hier drin. Und jetzt ist ein Toter noch drin. Aber hier habe ich diese Chris-Puppe gefunden. Wo ist der echte Chris? Das wüssten wir auch gerne, wo der echte Chris ist. Hier ist noch was. Das ist auch das Holen? Ja, nee, da, ja, noch ist auch das Holen. 20 Stück. Maximum? Nee, 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 oh, Hälfte. 50% erst noch Maximum. Hier was? Ja, angeblich ja. Aber. Wir sehen nichts. Hier was? Nee. Hier ist nichts. Aber hier hört es dann auf einmal auf mit dem. Okay. Keine Ahnung. Hallo. Du Mistvieh. So, wird er da angeschossen und dann geben wir ihm einen voll aufgeladenen Schritt. Bäm. Ich bin mir so zerfallen, das ist lustig. Hier war auch schon was in der Demo, oder? Früher Pistolen mit natürlich. Klar. Und hier? Grünes Kraft, der wird immer voll. Hier ist nichts. Puah. Ach, scheiße. Warum sind denn die Beine? Gut, das war's. Passt. Nichts drin. Rein, jetzt haben wir ja den Eisenangriff bekommen. MG-Munition bringt uns wahnsinnig viel, da wir auch eine MG haben. Müssen mehr. Ja, das war schon mit dem Weg. Auch nochmal 30 MG-Munition. Hier noch die neue Granate rum und hier ist Heilkraft. Wir sind voll. Ui, ui. Das ist eine Waffe, aber wir haben doch. Moment, ich will eine Waffe ablegen. Aufgenommen, okay. Ja, wir müssen dann. Wenn Sie eine Waffe wechseln, steht die automatisch in der Waffenkiste zur erneuten Einsatz zur Verfügung. Ja, dann haben wir ja so schon. Ne, Moment. Ich will schon die Samurai Edge weiter mitnehmen. Feuerrate. Die ist die MP5. Ja, hau rein, ne? Ich glaube, die hier habe ich bisher wenig gebraucht. So, dann nehmen wir die hier hin. Dann können wir uns die Samurai Edge wieder mitnehmen. Und die müsst ihr dann logischerweise am ersten Platz sein, weil da noch was frei war. Okay, jetzt haben wir auch eine Maschinenpistole. Ich bin ja fast in den Level der Waffe, ist ja vortrefflich. Nur noch kalt hier drin.
Jo. Wer hat mich? Wo hab... Wer war das? Und wer bist du? Bist du hier irgendwo? Okay, ich habe das blöde Gefühl, wir müssen uns den Schlüssel wieder mal erkämpfen. Bist du hier drin? Sieht nichts aus. Okay. Irgendwer hat gesagt, er wollte mich haben, aber... Ich weiß nicht, ob ich ihn haben möchte. Na gut. Menschen müsst ihr ja irgendwo sein. Okay, es war hier. Ja, das ist richtig, Jill. Das war hier mit der guten Rachel. Das ist MG-Munition. Rachel ist nicht mehr da. Oh ja, ich habe ein Gefühl, was jetzt kommt. Rachel im Ozzy-Mode. Können wir das lesen? Verfasser unbekannt. Ich wurde zu dieser Mission gezwungen. Ich wollte keinen Job annehmen, der mich ins Grab bringt. Wie auch immer, Phase 1 ist erledigt. Ich habe den Schlüssel zum Frachtaufzug. Jetzt habe ich Zugang zum Kehlraum. Okay, wer ist das? Wäre gut zu wissen, wer es wäre, weil dann müssten wir auch wen wir brauchen. Dieses Schiff wurde für die Anschläge auf die Alija vor einem Jahr als Kommandozentrale genutzt. Im Vordeck habe ich die Drohne entdeckt, mit der das Virus versprüht wurde. Die Drohne zu finden war Glück, aus dem Nichts von einem Monster angegriffen zu werden, war Pech. Ich wusste sofort, dass ich diese Mission hassen würde. Mein Kopf fühlt sich an, als ob er gleich platzt. Ein Auge ist schon weg, kann kaum sehen und mir ist total übel. Die Arme fühlen sich auch komisch an. Mein rechter Arm ist zweigeteilt. Bin blutüberströmend, kann meine Knochen sehen. Brauche dringend Arzt. Die Schrift ist mit Blut bedeckt, okay? Hallo. Ach, du hast mich, okay. Bist du... Oh Mist, du! Jill, was ist? Okay. Ich hab sie gefunden. Aber sie ist ein Zombie. Ist das nicht immer so? Okay, jetzt ist der Verfasser bekannt. Das ist Rachel gewesen, die hier... Okay. Ja, das wussten wir aber schon vorher im Let's Play, da ich ja das mal erwähnt hatte. Ja, aber jetzt müssen wir ja irgendwie Rachel bezwingen, weil die wird ja den Schlüssel nicht unbedingt fallen lassen. Bist du hier irgendwo? Die will mich nicht ernsthaft essen, oder? Ist er weg? Wow, Hilfe! Ist er weg? Die ist groß. Dann hauen wir gleich mit unserem schönen... Ja. Ist daneben, das ist blöd. Hallo. Sie fliegt. Sie ist in den Rohren. Los, sie könnte den Schlüssel haben. Die Rohre sind verbunden. Okay, schon unterwegs. Ich komme gleich zu deiner Position. Okay, wir haben jetzt also die Jagd auf Rachel ist eröffnet, so wie ich das mal so sagen kann, glaube ich. Hier muss noch was sein. Hier nicht mehr. Okay. Ah, hier ist was. Hä? Hier oben. Spezialzug hier. Okay, Rachel ist in den Rohren, sie ist nach vorne hin.
Stirb, 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 stirb. Ich würde sagen, jetzt haben wir 5 Minuten erreicht. Wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Resident Evil Revelations, wenn wir dann Rachel jagen. Und ich versuche mal, ich würde dann aufs Anklicken und bis zum nächsten Mal.